Lit und traute X27 ist dann zu Schock, so brach sich Jimmy Blue den Fußknochen. So schnell war sein letztes Abenteuer wieder vorbei. Jimmy Blue Ochsenknecht, 26, hatte sich mit Leidenschaft und Talent in den vergangenen Wochen zum Zuschauerliebling auf dem TV-Parkett gemausert. Eine üble Verletzung vereitelte nun seinen Plan, den begehrten Siegerpokal zu gewinnen, rechter Mittelfußknochen ist gebrochen. Kurz nachdem die Schocknews die Runde machte, erzählte nun, wie es zu dem Unglück kam. Im Interview mit RTL exklusiv erinnerte sich der 26-Jährige an den fatalen Moment beim Training mit Renata Lusin, 30. Beim Warm-up hat es einfach geknackt. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Sehne umgesprungen, die Ärzte meinten, es könnte alles sein, sagte. Er habe die Mediziner dann gebeten, alles fest zu verbinden, er selbst habe sich bei dem Zwischenfall gar nichts weiter gedacht. Den Bruch hatte sich der gebürtige Münchner schon in der vergangenen Woche zugezogen, tanzte sogar noch ein letztes Mal mit seiner Profipartnerin eine Rumba. Nun die traurige Gewissheit, ein Ermüdungsbruch am rechten Fuß macht dem Musiker alle Tanzpläne zunichte. Derartige Verletzungen entstehen durch wiederholte Überlastungen, die den Knochen immer mehr zusetzen. Die wöchentliche harte Vorbereitung, die in dem Ausmaß zuvor nie absolviert hatte, war offenbar zu viel für den Körper des Sängers. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an tipps@promiflas.de.